Ja, hallo noch einmal und herzlich willkommen zum Webinar Bürgerstiftungen stiften für alle im Rahmen der diesjährigen Online-Stiftungswoche, die ja bereits in diesem Jahr das fünfte Mal stattfindet. Diesmal unter dem Motto Nachhaltig denken, verantwortungsvoll handeln. Die Online-Stiftungswoche ist eine Initiative der Stiftung Stifter für Stifter und wird gemeinsam umgesetzt vom Haus des Stiftens und von der Deutschen Stiftungsakademie. Mein Name ist Helge Choppe und ich bin Programmmanagerin bei der Deutschen Stiftungsakademie und ich führe Sie hier heute gemeinsam mit Sabine Glas-Peters vom Haus des Stiftens gemeinsam durch die Moderation des Webinars. Und dann freue ich mich natürlich sehr, Ihnen die Referentin des heutigen Webinars vorzustellen, Ulrike Reichert. Sie ist Leiterin des Bündnisses der Bürgerstiftungen Deutschlands und in ihrem heutigen Webinar geht es um Bürgerstiftung als Akteure vor Ort, in den Kommunen, die Nachbarschaften und im Sozialraum. Und Ulrike Reichert wird in den kommenden 60 Minuten verdeutlichen, was Bürgerstiftungen eigentlich ausmacht und wie man mit ihnen gemeinsam gesellschaftliche Herausforderungen angehen kann. Ja, und dann übergebe ich auch schon an dich, liebe Ulrike, und wünsche Ihnen allen viel Freude beim Webinar. Vielen Dank, liebe Helke. Ja, und auch von mir ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute in diesem Rahmen über Bürgerstiftungen sprechen zu können und hoffe sehr darauf, in Ihnen Mitstreiterinnen und Botschafterinnen zu gewinnen. Ich bin davon überzeugt, dass Bürgerstiftungen ein ganz großartiges Modell des Gebens und des Engagements sind, und zwar nicht nur in professioneller Hinsicht als Leiterin des Bündnisses der Bürgerstiftungen im Bundesverband Deutscher Stiftungen, sondern auch in privater Hinsicht. Ich bin selbst auch Bürgerstifterin in Nordhessen im Werra-Meißner-Kreis. Das ist also, wo ich ursprünglich herkomme. Ja, und Sinn und Zweck der heutigen Veranstaltung ist es, Ihnen einen Einblick, einen Überblick zu verschaffen, woher kommen Bürgerstiftungen, was macht sie aus, was tun sie konkret und wie kann man mitmachen. Und als Einstieg sozusagen haben wir uns eine kurze Umfrage überlegt. Und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, warum Sie heute hier sind. Und Sie haben drei Optionen anzukreuzen. A, ich suche Engagementmöglichkeiten und interessiere mich für das Gemeinschaftsstiften und Gestalten. B, ich möchte mit Bürgerstiftungen kooperieren. Und C, ich will mehr über Bürgerstiftungen erfahren. Da würde ich Sie bitten, jetzt abzustimmen. Ich habe gehört, dass das ganz schnell geht, dass ich ganz schnell gehen kann, wie Sie abstimmen. Das interessiert mich auch, weil ich gesehen habe, bei den Anmeldungen, dass doch auch der ein oder andere, die ein oder andere Bürgerstiftung dabei ist. Ich würde sagen, dass für diejenigen wahrscheinlich nicht so viel Neues dabei ist. Das ist natürlich keine Ausladung, aber sozusagen, was das Erwartungsmanagement angeht, ist das doch wichtig, denke ich. Ich schalte mich gerade dazu. Hier sind die Ja, Ergebnisse. die ich nämlich nicht sehe. Okay, deshalb ich lese vor. Danke. Antwort A waren 12%. Es sind ja mehrere Antworten möglich gewesen, deshalb wird es mehr als 100% werden. B 35% und die meisten C 65%. Super. Das ist Vielen perfekt. Dank für die Teilnahme. Danke für die Teilnahme und für die Durchsage. Und dann würde ich sagen, da sind Sie genau richtig hier. Denn darum soll es gehen, wie gesagt, um einen Ein- und Überblick, einfach um die Grundlagen sozusagen. Genau. Ich habe mir die nächsten knapp 50 Minuten folgendermaßen vorgestellt. Zunächst einmal soll es ganz grundsätzlich und kurz um die Botschaft gehen. Jeder und jede kann stiften. Dann gehen wir nach Amerika zusammen und gucken, wo die Wurzeln der Idee der Community Foundation liegen, um dann wiederum zurück nach Deutschland zu kehren und zu schauen, wer hat die Idee nach Deutschland gebracht oder wer hat die ersten Bürgerstiftungen gegründet und was waren die politischen und auch die gesellschaftlichen Voraussetzungen damals. Danach wird es kurz um die strukturellen Besonderheiten geben, das ist das Stichwort 10 Merkmale. Und dann wenden wir uns konkret den Beteiligungsmöglichkeiten zu, dem Stiften von Zeit,
Geld und Ideen und der Möglichkeit, mit Bürgerstiftungen zu kooperieren. Und wenn dann noch Zeit bleibt, dann werfen wir gegebenenfalls noch einen Blick auf die europaweite Bürgerstiftungsbewegung. Wenn nicht, ist das auch ein schönes Thema für ein eigenes Webseminar. Genau. Beginnen wir also mit der Botschaft, die heißt, jeder kann stiften, jede kann stiften und damit Gutes tun. Und wer mitmachen will, der kann und soll das auch tun. Und weder das Alter noch der finanzielle Hintergrund noch die Herkunft spielen eine Rolle. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann mitgestalten und frei entscheiden, ob sie oder er das mit Geld oder Zeit oder Ideen tun möchte. Am besten, das sage ich auch gleich ganz deutlich, tut man das mit allen dreien zusammen. Das ist der effektivste Weg. Wichtig in dem Zusammenhang ist, Bürgerstiftungen wollen etwas für die Bürgerinnen tun, aber sie wollen es mit den Bürgerinnen tun. Das drückt sich auch sehr schön aus in der Kurzbeschreibung. Es sind Stiftungen von Bürgern für Bürger. Und um das zu erreichen, bieten sich Bürgerstiftungen als Engagementplattformen an. Ich persönlich finde das einen etwas sperrigen Begriff. Ich verwende da lieber das Bild eines offenen Hauses. Bürgerstiftungen sind wie ein offenes Haus, in das jeder und jede eintreten kann, mit einrichten kann, anbauen kann. Das ist, finde ich, ein schöneres Bild und ich glaube, es macht sehr deutlich, worum es geht. Die Bürgerstiftungen oder die Möglichkeit, sich in einer Bürgerstiftung zu engagieren, sind vielfältig. Das werden wir sehen als Stifterin, in den Gremien, in Projekten, als Kooperationspartner. Faktisch muss man auch sagen, ist das Mobilisieren von Engagement aber kein Selbstläufer. Es ist, das muss man ganz deutlich sagen, kein Verkaufsschlager, wenn das Versprechen ist, eine nachhaltige zivilgesellschaftliche Organisation auf den Weg bringen zu wollen, die für Generationen bestehen soll, was ja faktisch das Besondere einer Stiftung ausmacht. Ich wünschte, es wäre ein Verkaufsschlager, denn der Aufbau einer nachhaltigen Organisation ist ein Versprechen an die Generationen nach uns, dass wir uns kümmern und dass wir Verantwortung übernehmen. Das heißt, theoretisch sind die Engagementmöglichkeiten vielfältig in einer Bürgerstiftung. Faktisch hängt der Erfolg einer Bürgerstiftung von den dort bereits Engagierten ab und ob es diesen Engagierten gelingt, strukturell gelingt, das gesamte Engagementpotenzial vor Ort zu heben, zu mobilisieren oder mit anderen Worten die Botschaft rüberzubringen. Faktisch ist es so, dass das Bild, dass die Bürgerstiftungen aktuell im Ganzen noch abgeben, nicht sehr von Vielfalt geprägt ist. Das muss man auch so deutlich sagen. Jedenfalls nicht so sehr, wie wir uns das wünschen würden. In den Gremien dominiert oft noch ein homogenes Bild, oftmals sehr viele Männer. Wobei Vielfalt ja nicht nur eine Ausgewogenheit von Männern und Frauen bedeutet. Unsere Gesellschaft ist sehr viel diverser als das. Und das sollte sich aus unserer Sicht auch in der Struktur von Bürgerstiftungen widerspiegeln. Davon sind wir sehr überzeugt, aber da ist also auch noch ein Stück Weg vor uns. Relativ gut gelingt es den Bürgerstiftungen, Engagement zu mobilisieren, wenn sie konkrete Angebote machen können, wenn es Anlässe gibt, in denen eine Bürgerstiftung ihre Wirksamkeit direkt zeigen kann. Das ist zum Beispiel der Fall gewesen, als 2016 sehr viele Geflüchtete zu uns ins Land kamen und zahlreiche Bürgerstiftungen prompt und pragmatisch reagiert haben, indem sie Spenden gesammelt haben, Freiwillige koordiniert haben, Patenschaften auf den Weg gebracht haben. Dasselbe passierte während der Corona-Pandemie oder man kann sagen, es passiert auch immer noch. Und ganz aktuell in den von der Flut betroffenen Gebieten. Für die Flutopfer haben die Bürgerstiftungen mittlerweile über 3 Millionen Euro Spenden gesammelt. Und das besonders Schöne daran finde ich, dass das nicht nur Bürgerstiftungen geleistet haben, die direkt in den Flutgebieten angesiedelt sind sozusagen, sondern auch über Bürgerstiftungen Stifter und Spender mobilisiert wurden, ihr Geld sozusagen dahin zu geben, wo es gebraucht wird direkt. Das ist ein schönes Zeichen der Solidarität unter Bürgerstiftungen. Ja, und auf dieser Seite möchte ich Ihnen noch ganz kurz
Sie auf den Link unter dem Bild hinweisen, auf einen Kurzfilm, der, wie ich finde, auch nochmal sehr schön erklärt in aller Kürze, worum es bei den Bürgerstiftungen geht. Er wurde damals in Auftrag gegeben. Der Anlass war die Verleihung des Stifterpreises an die 30.000 Stifterinnen und Stifter. Das war das erste Mal, dass der Stifterpreis an eine Gruppe von Stifterinnen vergeben wurde vom Bundesverband Deutscher Stiftungen. Genau. Jetzt möchte ich mit Ihnen auf der Zeitachse noch mal einen Schritt zurückgehen zu den Wurzeln der Bürgerstiftungen. Die liegen vermutlich wenig überraschend für viele von Ihnen in den USA. Dort gründete der Anwalt und Bankier Frederick Goff, den Sie hier auf dem Bild sehen, vor über 100 Jahren die Community Foundation in Cleveland in Ohio. Und als er das 1914 tat, wollte er hauptsächlich ein Problem der Cleveland Trust Company lösen. Die von ihm geleitete Bank verwaltete zahlreiche Stiftungen aus Vermächtnissen, deren Zweckbindungen sich aber nicht mehr verwirklichen ließen und deren Ziele nicht mehr zeitgemäß waren. Die Bank war durchaus kompetent darin, das Stiftungskapital zu verwalten, hatte aber niemanden, der die Erträge daraus fachkundig einer vernünftigen und der Zeit entsprechenden Verwendung zuführen konnte. Und sein Lösungsansatz sah so aus, dass er eine gemeinnützige Organisation mit einem breiten Stiftungszweck gründete, die von einem Vorstand aus ortsansässigen Bürgern geleitet werden sollte, um mit den Stiftungsaufträgen aktuelle Probleme der Stadt anzugehen. Ja, und damit war im Prinzip auch schon die Idee der Community Foundation geboren und hat sich seither global verbreitet. Mittlerweile sprechen wir von 1800 Community Foundations in über 50 Ländern. Bevor wir nach Deutschland zurückkehren, sozusagen nochmal ein kleiner Blick in die Zukunft oder wie wir glauben, dass die Zukunft aussehen könnte. Die Cleveland Foundation in Ohio hat, wie gesagt, ihren 100. Geburtstag schon hinter sich. Allein ihr Stiftungsvermögen beträgt mittlerweile beachtliche 2,8 Milliarden Dollar und baut aktuell ein Haus in der Mitte der Stadt. Sie ist also Bauherrin und dieses Haus beinhaltet einen Campus für die Bürgerinnen, ein Café, Büros für weitere gemeinnützige Organisationen, Konferenzräume. Es ist ein Innovationsviertel für die Wirtschaft dabei. Und die grundlegende Intention ist es, unter anderem stärker mit den Bürgerinnen in Kontakt zu treten. Und deshalb sind sie auch schon jetzt in der Planung involviert des Baus. Und der Wunsch ist es, dass hier die Themen der Zukunft diskutiert werden und gemeinsam Projekte entwickelt werden. Das Ganze nennt die Community Foundation Placekeeping. Und dabei geht es um eine langfristige Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen des Viertels und mit den Interessensgruppen dort vor Ort, damit die Dinge, die erhalten bleiben, die diese Menschen an oder in ihrer Nachbarschaft oder ihrem öffentlichen Raum lieben und um sicherzustellen, dass neue Entwicklungen auf ihre Wünsche und Bedürfnisse auch abgestimmt sind. Genau. Die spannende Frage ist, wie gesagt, ob sich so etwas auch in Deutschland entwickeln kann. Ansätze, die in die Richtung gehen, gibt es auch bereits in Deutschland. Beispielhaft will ich hier das Bürgerzentrum der Bürgerstiftung Nagold nennen oder Ihnen vorstellen. Auf dieser Aufnahme sehen Sie also dieses Bürgerzentrum. Die Stiftung ist 14, also sehr jung noch verglichen. Das Kapital ist im Vergleich zu Cleveland auch noch recht überschaubar. Dennoch gibt es mit dem Bürgerzentrum auch jetzt schon ja einen Ort, wo andere ehrenamtliche oder gemeinnützige Organisationen ihr Zuhause haben, wo BürgerInnen, die sich engagieren wollen, hinkommen können, sich informieren können. Und die Bürgerstiftungen
besitzt zwar diesen Ort nicht, aber sie ist die Pächterin und sie pachtet diesen Ort von der Stadt, kooperiert da auch ganz eng mit der Stadt und organisiert sozusagen den ganzen Betrieb dieses Zentrums. Also ein Ansatz, wie das auch ein wenig in den USA schon praktiziert wird. Genau, jetzt gehen wir noch mal zurück zu den Anfängen in Deutschland. Reinhard Mohn und Christian Pfeiffer sehen Sie auf dieser Folie. Reinhard Mohn, Sie kennen ihn vermutlich. Er ist oder war Unternehmer, Bertelsmann. Er gründete im Jahr 1996 anlässlich seines 75. Geburtstags die Stadtstiftung Gütersloh, so hieß sie damals. Und zwar war es so, dass er zu seinem 75. Geburtstag einen Mitarbeiter nach Amerika gesandt hatte, um dort mal vor Ort zu schauen, was gibt es da so Neues in der Stiftungsszene, was ist da erfolgreich, was ist vielleicht interessant für Deutschland. Und der wiederum kam zurück und stellte ihm dieses Modell der Community Foundations vor, was ihn dann auch sehr schnell überzeugte. Und er stellte dann aus seinem Privatvermögen eine Summe von 1 Million D-Mark damals zur Verfügung zur Gründung. Das ist sozusagen das Top-Down-Modell, dass also eine Person eine Bürgerstiftung gründet. Das ist eher das Modell, was sozusagen nicht die untypische Variante zur Gründung einer Bürgerstiftung ist, muss man auch sehr deutlich sagen. Glücklicherweise gelang es den Gütersloher dann über die Jahre hinweg weitere Zustifter zu gewinnen, sodass diese Stiftung auch mittlerweile auf einer sehr breiten Basis steht. Ja, der andere Herr, Christian Pfeiffer, ist vielleicht auch vielen bekannt. Er ist Kriminologe und er war 1995 in Amerika und besuchte dort Gewaltopfer in New York. Der Projekte für Gewaltopfer, nicht Gewaltopfer, die waren sicherlich auch da, aber die Projekte für Gewaltopfer. Und dort lernte er, hörte er, dass die Bürgerstiftung, die Community Foundation dort zur Hälfte diese Projekte finanziert. Das weckte sein Interesse an der Organisation und er machte sich auf den Weg zur Geschäftsstelle, zum Büro, weil er da mehr wissen wollte. Und die Geschichte geht so, dass er vor dem Hochhaus steht und eine herauskommende Person fragt, wo es denn zur Bürgerstiftung geht, zum Büro der Bürgerstiftung. Und diese Person sagt, ja, Sie stehen doch hier direkt davor. Also der Hochhauskomplex gehörte der Bürgerstiftung. Das hat ihn stark beeindruckt und zurück in Deutschland hat er Freunde eingeladen zu sich nach Hause, 4 Stück, sagt er, und mit ihnen darüber gesprochen und hatte sie gebeten, jeweils doch 5.000 D-Mark zur Verfügung zu stellen, um in Deutschland auch so eine Bürgerstiftung auf den Weg zu bringen zu können und dann doch bitte auch in dem Freundeskreis jeweils eine Person zu fragen, die da auch dazu bereit ist. Und das haben tatsächlich auch alle gemacht, sodass dann aus diesen ursprünglich 4, 8 wurden, dann 16 und so weiter, bis dann die 50.000 D-Mark zusammen waren, die es brauchte, um eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts zu gründen. Und da das Geld für das Gründungskapital eben erst auf so mühsame Weise zusammengetragen werden musste, hat das etwas länger gedauert in Hannover, sodass diese Stiftung erst 1997 anerkannt worden ist und damit etwas später als Gütersloh. Der Zeitpunkt der beiden Gründungen war gut gewählt, wenn man das so sagen kann, 1996, 97. Es war Deutschland gerade erst wiedervereint und es begann eine soziale und kulturelle Transformation. Der bis dahin recht stabile Sozialstaat zog sich immer mehr zurück. Die Menschen realisierten zeitgleich, dass es die Notwendigkeit gab, sich selbst stärker einzubringen, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Und das taten eben auch viele. Und so gründeten sich viele Bürgerstiftungsinitiativen unter anderem und waren sozusagen diejenigen, die dann das Wort in die Breite brachten. Seit 25 Jahren gibt es mittlerweile Bürgerstiftungen in Deutschland? Das Jubiläum feiern wir in Anführungsstrichen dieses Jahr.
Feiern dürfen wir es nicht wirklich, aber wir weisen doch immer wieder darauf hin. Im Vergleich zu anderen Stiftungsformen, die es bei uns bereits seit mehreren hundert Jahren gibt, wie zum Beispiel die Fuggerschen Stiftung, die kennen Sie vielleicht in Augsburg, die werden dieses Jahr 500 oder sind dieses Jahr 500 geworden. Im Vergleich zu denen sind natürlich 25 Jahre kein Alter. Bürgerstiftungen sind ein junges Stiftungsmodell, aber eins mit einer sehr hohen gesellschaftlichen Relevanz. Ja, die Idee verbreitete sich, wie gesagt, schnell. Das war zum einen den einzelnen Bürgerstifterinnen zu verdanken, die es schon gab. Zum anderen ist damals auch ein Programm ins Leben gerufen worden, die Initiative Bürgerstiftung. Das ist sozusagen unser Vorläuferprogramm. Und da ging es auch ganz stark darum, dafür zu werben, für dieses Modell und auch den Initiativen, die es schon gab, denen zur Seite zu stehen, sie zu beraten, zu unterstützen. Mittlerweile hat jede vierte Bürgerstiftung ein Stiftungsvermögen von mindestens 1 Million Euro aufgebaut. Das wissen wir aus aktuellen Umfrageergebnissen der Stiftung Aktive Bürgerschaft, mit der wir kooperieren. Diese Zahlen werden jetzt auch erst in Kürze tatsächlich veröffentlicht, am 30. September, das ist also in 2 Tagen. Hier also schon mal vorweg ein paar Zahlen. Das Stiftungskapital ist gestiegen über all die Jahre, trotz Krisen, auf eine halbe Milliarde Euro. Auch die Spendeneinnahmen sind im Vergleich zu den letzten Befragungen gestiegen. Seit 1996 sind das insgesamt 173 Millionen Euro und die Projektfördermittel eben 210 Millionen Euro. Das finanzielle Wachstum liegt vor allem oder besonders in der Einrichtung von Stiftungsfonds und Treuhandstiftungen begründet. Für diejenigen, die zum ersten Mal davon hören, hierbei können Stifterinnen und Stifter ihre Zustiftung mit einem bestimmten Zweck oder mit ihrem Namen verknüpfen. Und das sind aktuell 870, knapp 70 Stiftungsfonds und Treuhandstiftungen, die von Bürgerstiftungen verwaltet werden. Eine letzte Zahl, die Sie hier nicht auf dem Chart sehen, möchte ich Ihnen noch nennen, und zwar die 57.000, das sind die Ehrenamtlichen und die Stifterinnen und Stifter, die sich in Bürgerstiftungen engagieren. Wenn man die Landkarte anschaut, dann zeigt sich eine etwas ungleichmäßige Verteilung an Bürgerstiftungen. Man kann erkennen, dass es in städtischen Ballungsräumen ein stärkeres Engagement gibt als in strukturschwächeren Gegenden. In manchen Städten ballt sich die Anzahl, weil es hier gleich mehrere Bürgerstiftungen gibt in Form von Stadtteilbürgerstiftungen. Das ist zum Beispiel in Köln der Fall, in Berlin, in Hannover haben wir das auch. Und es gibt natürlich auch ein historisch bedingtes Ost-West-Gefälle. Eine Ausnahmeerscheinung im Gesamtbild sind die Bundesländer Saarland und Bayern. Im Saarland gibt es tatsächlich gar keine einzige Bürgerstiftung und im größten Flächenland Bayern gibt es verhältnismäßig wenig richtige Bürgerstiftungen und viele Nicht-Bürgerstiftungen, wie wir sie nennen. Was uns zu der Frage bringt, was denn eine richtige Bürgerstiftung ist. Und da kommen wir zu den 10 Merkmalen. Die kürzeste Erklärung lautet sicherlich, eine Bürgerstiftung ist eine Stiftung von Bürgern für Bürger. Das haben Sie schon gehört. Das heißt mit anderen Worten, eine Bürgerstiftung wird nicht verordnet. Sie ist vielmehr der Ausdruck des bürgerschaftlichen Engagements vor Ort und individueller bürgerschaftlicher Initiativen. Die Initiative zu solchen Gründungen kann im Prinzip von jedem ausgehen. Häufig muss man allerdings sagen, kommen sie aus der bürgerlichen Mitte. Das Problem mit dem Begriff Bürgerstiftung ist, dass er sich leider rechtlich nicht schützen lässt, so wie der Begriff Stiftung auch. Und weil das so ist, haben am Anfang im Prinzip schon die Bürgerstiftungsakteure der ersten Stunde beschlossen, eine ausführliche Definition dessen vorzunehmen, was eine Bürgerstiftung nach allgemeinem Verständnis ausmachen sollte. Das war die Geburtsstunde der 10 Merkmale. Und in der Präambel zu diesen 10 Merkmalen heißt es,
Eine Bürgerstiftung ist eine unabhängige, autonom handelnde, gemeinnützige Stiftung von Bürgern für Bürger mit möglichst breitem Stiftungszweck. Sie engagiert sich nachhaltig und dauerhaft für das Gemeinwesen in einem geografisch begrenzten Raum und ist in der Regel fördernd und/oder operativ für alle Bürgerinnen ihres Einzugsgebiets tätig. Bürgerstiftungen, die sich zu diesen 10 Merkmalen bekennen, haben alle denselben formalen Rahmen. In ihrer Ausgestaltung aber sind sie sehr individuell und unterschiedlich. Das liegt an den kulturellen und regionalen Unterschieden und natürlich an den Menschen, die diese Stiftung prägen. Das macht die Bürgerstiftung insgesamt zu einer sehr bunten und interessanten Gemeinschaft, die hervorragend voneinander lernen kann und sich gegenseitig inspirieren kann und sich auch nicht ins Gehege kommt. Auf diesem Chart sehen Sie die grafische Umsetzung der 10 Merkmale von Robert Voss. Besonders hervorheben möchte ich nochmal das Merkmal der Unabhängigkeit. Es besagt, dass eine Bürgerstiftung frei ist von politischen, von religiösen und unternehmerischen Interessen. Das heißt nicht, dass in den Gremien der Bürgerstiftung keine Vertreterinnen kommunaler Einrichtungen mit dabei sein können. Entscheidend sollte nur sein, dass potenzielle Kandidatinnen für die Gremien als Person dabei sind und mit ihren Kenntnissen und mit ihren Fähigkeiten und mit ihrer Bereitschaft zum Engagement überzeugen und nicht mit ihrer Funktion. Häufig ist es auch so, dass eine Institution zum Beispiel die Kommune oder aber auch eine örtliche Bank die Initiative zur Errichtung einer Bürgerstiftung anstößt im Sinne der Unabhängigkeit und damit sich die Bürgerstiftung dynamisch weiterentwickeln kann, ist es empfehlenswert, wenn sich diese Initiatorinnen dann aber auch zurückziehen und die Verantwortung in die Hände der Bürgerinnen vor Ort übergeben, auch um überzeugend für mehr Interessierte werben zu können. Besonders sind auch die Merkmale der Zweckvielfalt und die lokale Ausrichtung. Zweckvielfalt, wie gesagt, dass die Bürgerstiftung eben flexibel reagieren kann auf unterschiedliche Bedarfe und auch zeitgemäß, was heute Bedarf sein kann, muss nicht zwangsläufig morgen ein Bedarf sein. Also da sind die Bürgerstiftungen freier. Und wichtig ist, wie gesagt, nochmal die lokale Ausrichtung. Ganz wichtig ist mir aber zu sagen, dass sie eine Bürgerstiftung ausmacht, die Summe dieser Merkmale. Alle sind relevant. So, gehen wir zur nächsten Folie. Bürgerstiftungen, die diesen 10 Merkmalen entsprechen, die können sich beim Bundesverband Deutscher Stiftungen um das Gütesiegel bewerben und bekommen von einer unabhängigen Jury attestiert, dass da, wo Bürgerstiftung draufsteht, auch wirklich Bürgerstiftung drinsteckt. Das ist vor allem für die Öffentlichkeitsarbeit einer Bürgerstiftung wichtig und natürlich auch für die Motivation von Engagement. Weil, also Stichwort Transparenz ist natürlich, wenn ich als potenzielle Stifterin oder Spenderin mir so eine Organisation anschaue und sehe, da hat schon mal jemand von außen drauf geschaut, da läuft alles richtig, dann fällt es mir natürlich leichter mitzumachen. Aber auch für die Bürgerstiftung selber ist dieses Siegel wichtig, also nach innen sozusagen, auch noch zur eigenen Überprüfung und auch als Identifikation mit dieser Gruppe. Insgesamt tragen aktuell rund 300 Bürgerstiftungen das Siegel, das ihnen auch nur verliehen wird auf Antrag. Man muss sich also aktiv da bewerben. Die bereits erwähnten Nicht-Bürgerstiftungen können dieses Siegel nicht erhalten, auch wenn die Absicht nicht, dieser Organisationsform gut ist und wohlgemeint ist. Das ist nicht zwangsläufig schlecht, aber sie sind halt keine Bürgerstiftung aus unserer Sicht. Die größte Gruppe der Nicht-Bürgerstiftungen sind diejenigen, in denen die Kommunalverwaltung die Geschicke der Bürgerstiftung bestimmt. Das ist dann meistens auch in der Satzung so festgeschrieben. In der zweitgrößten Gruppe dominieren häufig Finanzinstitute und da vor allen Dingen die Sparkassen, aber auch Kirchengemeinden
Und die meisten Bürgerstiftungen gibt es tatsächlich, wie gesagt, in Bayern und dann gefolgt von Baden-Württemberg und Hessen. Die Erfahrung zeigt halt, und das ist das, was uns beschäftigt, dass diese Bürgerstiftungen mit großer Wahrscheinlichkeit es nicht schaffen, Engagement vor Ort zu mobilisieren. Und dann ist halt schade, wenn der Begriff Bürgerstiftung quasi dann schon verbrannt ist da vor Ort. Da könnten sich ja auch richtige Bürgerstiftungen engagieren oder bilden. Genau. Kommen wir jetzt zur Rolle von Bürgerstiftungen. Welche Rollen füllen Bürgerstiftungen aus? Zum einen ganz klassisch sind Bürgerstiftungen Vermögensverwalter, die ihr Kapital vermehren wollen, indem sie fundraisen und ihr Stiftungskapital durch Zustiftungen langfristig aufbauen, ausbauen. Sie werben aber auch Spenden ein, wie gesagt, zur zeitnahen Verwirklichung ihrer gemeinnützigen Zwecke. Das ist insbesondere in Niedrigzinszeiten ein häufiges Mittel der Wahl. Und das funktioniert auch sehr gut, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben. Bürgerstiftungen sind zudem Dienstleister für Stifterinnen. Sie begleiten diese Personen darin, ihre gemeinnützigen Anliegen zu verwirklichen. Bürgerstiftungen sind außerdem Förderer und Partner von Projekten, von Initiativen, von der Kommune, mit denen sie zusammen das lokale Gemeinwesen gestalten wollen. Und last but not least sind Bürgerstiftungen Moderatoren, Vermittler und unabhängige Plattformen. Da ist es wieder der Begriff, das Haus, das offene Haus für zivilgesellschaftliches Engagement vor Ort. Als solche nehmen sie sich auch zunehmend die globalen Zukunftsfragen vor. Dieses Thema würde ich gerne noch etwas konkreter eingehen, weil der Kontakt und der Diskurs mit der Gesellschaft von zentraler Bedeutung ist. Bürgerstiftungen schaffen diesen Kontakt zum Beispiel, indem sie die sogenannten runden Tische organisieren. Das ist ein Format. Der Tisch ist hier mehr ein Symbol. Also sehen auf dem Bild ist gar kein Tisch vorhanden. Das ist tatsächlich manchmal so. Die Idee ist ursprünglich mal von der Bürgerstiftung Stuttgart entwickelt worden oder ausgearbeitet worden. Und es geht darum, dass sich engagierte Bürgerinnen und Bürger um diesen Tisch versammeln und gemeinsam mit Unternehmen, mit der lokalen Verwaltung, mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren Lösungen für Probleme, akute Probleme finden. Und die Bürgerstiftung moderiert dabei. Ein Ausgangspunkt sind zum Beispiel Fragen, wie können Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit besser unterstützt werden oder wie schafft man es, dass auch Menschen ohne Geld ins Theater oder ins Museum gehen können oder wie erfahren alle BürgerInnen von palliativen Angeboten in der Stadt. Und warum machen Bürgerstiftungen das? Weil sie davon überzeugt sind, dass diese Fragen eben nur im Verbund gelöst werden können. Und dazu werden auch immer professionelle Moderatorinnen eingesetzt, die extra für diese Aufgabe qualifiziert sind. Und es ist ein Format, was wirklich von sehr vielen Bürgerstiftungen mittlerweile umgesetzt wird. Ich empfehle Ihnen da sehr auch mal die Seite der Bürgerstiftung Stuttgart. Da ist es auch sehr ausführlich nochmal beschrieben, auch was aus diesen runden Tischen alles hervorgegangen ist. Unter anderem ein ganz toller Ausbildungscampus, der auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Genau. Jetzt sind wir schon bei dem, was Bürgerstiftungen konkret machen. Eigentlich ist das, wie gesagt, nicht so einfach zu beantworten, weil eben Bürgerstiftungen nicht alle eins und dasselbe machen und unterschiedliche Themenschwerpunkte haben und Tätigkeitsfelder. Sehr häufig engagieren sich Bürgerstiftungen für Bildungsthemen, für soziale Angelegenheiten, für Generationenprojekte. Immer häufiger sind es auch Umweltthemen. Das tun sie entweder operativ oder fördernd, wie schon erwähnt. Und die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung bilden in der Arbeit von Bürgerstiftungen immer häufiger den Rahmen, den Orientierungsrahmen, den Strategierahmen. Sie wurden, wie Sie sicherlich wissen, definiert als das, was unsere Welt im Innersten zusammenhält.
oder zusammenhalten soll. Frieden, Bildung, Umweltschutz, Armutsbekämpfung, Gesundheit und so weiter. Und die Devise lautet ja, niemanden außen vor zu lassen, alle mitzunehmen. Und das passt eigentlich sehr gut für die Bürgerstiftungen. Und die sind dazu aus unserer Sicht prädestiniert, diese Ziele für ihre BürgerInnen vor Ort fassbar zu machen, umzusetzen, zu übersetzen und ja, ganz frei nach dem Motto global denken und lokal handeln. Wir haben auf unserer Webseite eine Projektdatenbank, die man nach Regionen und Themen und auch nach den Nachhaltigkeitszielen durchsuchen kann, filtern kann. Darauf will ich jetzt an dieser Stelle gerne hinweisen. Der Link ist hier auf der Seite mit drauf. Da können Sie einen sehr guten ersten Überblick bekommen, was Bürgerstiftungen so machen. Diese Projektdatenbank ist noch recht frisch. Die wird jetzt sukzessive aufgebaut, aber es ist durchaus schon einiges an Material hier zu finden. Das lege ich Ihnen sehr ans Herz. Genau. Was machen Bürgerstiftungen noch? Bürgerstiftungen geben Impulse. Von den kanadischen Bürgerstiftungen gibt es ein ganz hervorragendes Programm oder besser auch eine Methode, die die Arbeit mit den Nachhaltigkeitszielen und dem Dialog mit den BürgerInnen vor Ort verbindet. Dieses Programm, diese Methode heißt Vital Signs, also Signs wie Zeichen, und wurde mittlerweile in vielen Ländern von den dortigen Community Foundations adaptiert. Auch bei uns in Deutschland. Hier heißt das, heißt die Methode oder das Programm Impuls, weil Vital Science funktioniert im Deutschen nicht so gut. Das verwechselt man immer mit Science, Wissenschaft. Und hier gibt es zwei Bürgerstiftungen, die das schon anwenden. Und das sind die Bürgerstiftungen Braunschweig und Hamburg. Und zwar funktioniert das in aller Kürze so, dass die Bürgerstiftung also vorhandenes lokales Wissen nutzen, also Daten, Statistiken, Umfragen und Ähnliches, um ein Bild, ein zahlenbasiertes Bild zu bekommen, was vor Ort an Themen gerade so wichtig ist, und diese dann mit den Bürgerinnen zu diskutieren in verschiedenen Formaten, und daraus entstehen dann Handlungsempfehlungen und Projekte, und all das zusammen mündet dann auch in sogenannten Reporten. Hier ist es der Report der Bürgerstiftung Braunschweig zu sehen, den man auch, der ist eine Online-Publikation, also da kann man sich gut mal durchklicken. Ist eine wirklich spannende Geschichte, kann ich Ihnen auch sehr empfehlen. Ja, was machen Sie noch, die Bürgerstiftungen? Sie leisten schnelle und pragmatische und unbürokratische Hilfe. Ich hatte es ja schon gesagt, in der Zeit der Flüchtlingskrise, jetzt in Zeiten von Corona, ging es auch sehr viel und sehr stark darum, schnell Nähe zu schaffen, trotz Abstand halten. Das war ja die Devise. Und ich habe jetzt hier ein Beispiel rausgegriffen. Das sind die sogenannten Fensterkonzerte, die wir letztes Jahr durchgeführt haben mit den Bürgerstiftungen. Da sind wir sozusagen durch das Land getourt und haben vor Altenheimen, vor Seniorenresidenzen, vor Krankenhäusern gespielt und damit ein bisschen Freude zu den Menschen gebracht, die das alle wirklich ganz begeistert auf- und angenommen haben. Und das war wirklich eine ganz große Freude zu sehen, wie das gelungen ist. Und die Bürgerstiftung haben da wirklich ganz viele ähnliche Formate dann auch nochmal im Kleinen mit Ensembles und so weiter gemacht, wo sie sozusagen zu den betroffenen Gruppen, die isoliert waren, Angebote hingebracht haben. Das machen sie auch heute noch. Und das andere ist, verheerenden Überschwemmungen aktuell in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Da haben die Bürgerstiftungen eben auch wieder Freiwillige mobilisiert und Spendenkonten eingerichtet. Hier sehen Sie das Spendenzelt der Bürgerstiftung Stolberg, die kümmert sich gerade um den Wiederaufbau des zerstörten Sozialkaufhauses unter anderem, und da kommen eben auch Sachspenden aus dem ganzen Land. Das ist ganz großartig. Hier ist auf unserer Seite auch nochmal eine Liste derjenigen Bürgerstiftungen vermerkt, die da jetzt auch ganz konkret für Flutopfer sammeln, wenn Sie sich dafür interessieren. Genau, und jetzt kommen wir zu der Frage, wie man sich ganz konkret
beteiligen kann oder wie man konkret mitmachen kann bei Bürgerstiftungen. Als Erinnerung nochmal kurz, es geht ja darum, gemeinsam Gutes anzustiften. Das ist der Leitgedanke. Der drückt sich auch in unserem Logo aus. Das Logo des Bündnisses der Bürgerstiftung ist aus vielen Puzzleteilen besteht und wo immer noch Platz zum Andocken ist. Also es werden Zeit, Ideen und Geldstifterinnen gesucht, weitergesucht. Sie haben die Möglichkeit, ganz klassisch Geld zu stiften und zu spenden. Die Bürgerstiftungen haben da unterschiedliche Minimalsätze, sage ich mal, was das Zustiften betrifft. Häufig sind es um die 500 Euro, die manchmal sind es aber auch 2000 Euro. Manche bieten auch noch einen ganz, ganz niedrigen Satz an. Das ist dann, das führt dann aber das Konzept auch schon ein Stück weit wieder ad absurdum. Also da geht es wieder fast in die Richtung Verein. Wie auch immer, viele bieten auf jeden Fall auch eine Staffelungsmöglichkeit an. Also so, dass es eigentlich jedem in irgendeiner Form ermöglicht werden kann, mitzumachen. Beim Geldstiften hat man außerdem die Möglichkeit, entweder zum Kapital zuzustiften oder eben diese Namens- und Fonds- oder Treuhandstiftung zu errichten, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Als Zeitstifterin wiederum können Sie in laufenden Projekten mitarbeiten oder aber auch selbst Ideen einbringen und auf den Weg bringen. Man kann sich natürlich auch und sollte sich auch im Vorstand oder dem Beirat, den zwei Gremien der einer Bürgerstiftung, engagieren. Da wird also Nachwuchs gesucht in ganz vielen Orten, das wissen wir. Die Zeitstifterinnen spielen wirklich eine besonders große Rolle bei uns in Deutschland und weil hier viel ehrenamtlich geleistet wird. Es ist auch einer der großen Unterschiede zu den angloamerikanischen Vorbildern. Genau, auch die lokale Verwaltung kann und soll mitmachen. Für sie ist eine gute und funktionierende Bürgerstiftung ein Partner auf Augenhöhe, der im besten Fall einen guten Draht in die lokale Gesellschaft hat und auch nochmal zusätzlich Ressourcen mobilisieren kann, wenn es um die Entwicklung des Gemeinwesens geht. Hier ist wirklich wichtig, dass die Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist. Bürgerstiftungen wollen definitiv nicht Lückenfüller sein und Kommunalaufgaben übernehmen müssen. Genau, also sich nicht vereinnahmen müssen, das ist sozusagen der Stich. Sie wollen sich nicht vereinnahmen lassen, das ist sozusagen hier der Grundpunkt. Für Vereine und andere zivilgesellschaftliche Akteure wiederum bieten Bürgerstiftungen eben diese Plattform zum Austausch, die schon mehrfach erwähnt wurde, manchmal auch Büroräume und eben auch Partnerschaften zu konkreten Themen. Wichtig hierbei ist, dass man im Gespräch bleibt, dass deutlich gemacht wird, dass man nicht in Konkurrenz zueinander steht, sondern dass jede sein ihr Alleinstellungsmerkmal hat und das auch einbringen kann, um gemeinsam mehr zu erreichen. Auch die lokale Wirtschaft wird gern gesehen, natürlich als Partner oder als Stifterin. Da gibt es auch schöne Kooperationsbeispiele, aber gerade in diesem Bereich ist aus unserer Sicht noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Auf nationaler Ebene werben wir als Bündnis dafür, mit den Bürgerstiftungen zu kooperieren und damit ihr großes gesellschaftliches Potenzial auch zur vollen Entfaltung zu bringen. Denn man kann sozusagen gleichzeitig die eigenen als Bundespartner sozusagen gleichzeitig die eigenen Anliegen umsetzen und in die Breite bringen. In dem Fall fungieren Bürgerstifter als Verstärker, als Multiplikator und sie haben natürlich auch den besten Zugang zur lokalen Zivilgesellschaft. Und mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang ist der Fonds auf Augenhöhe, auf den ich hier jetzt nochmal ganz kurz zu sprechen kommen möchte. Er wurde im Spätsommer 2016 eben auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise von der Software AG Stiftung mit 500.000 Euro Einlage ins Leben gerufen, um im Zusammenwirken mit Partnern möglichst unkompliziert und unbürokratisch bürgerschaftliches Engagement für Geflüchtete zu unterstützen. Und weil die Bürgerstiftung als passende lokale Partner identifiziert wurden, sind wir als Bündnis von Anfang an auch involviert gewesen. Also die Zielgruppe war sozusagen in der Konzeptionsphase
mit dabei und wurde angehört, sodass, und dann ist im Ergebnis eben ein wirklich hervorragendes, ganz schlankes, bedarfsgerechtes Antragssystem entwickelt worden. Das sagen auch wirklich alle Bürgerstiftungen. Der Clou an der ganzen Sache ist tatsächlich auch, dass das Geld nicht nur für die Bürgerstiftung oder für deren Projekte ist, sondern dass die Bürgerstiftung für lokale Initiativen und Projekte die Anträge auch übernehmen und damit nicht nur auch nicht nur als Antragsteller fungieren, sondern natürlich es häufig dann auch zu Kooperationen vor Ort kommt, zu der, die es noch nicht gab vorher. Das ist also eine ganz großartige Sache. Bisher konnten über diesen Fonds 180 Projekte realisiert werden und es wurden bis zu 5.000 Euro jeweils vergeben. Und das geht auch weiter. Das geht auch schon seit vielen Jahren und ist jetzt gerade beschlossen worden, dass es auch für weitere 3 Jahre verlängert wird, der Fonds. Es gibt eine neue Einlage. Wichtig ist, dass man den Bürgerstiftungen nicht ein Projekt oder Anliegen überhilft als bundesweite Stiftung. Das wird manchmal so wahrgenommen, also nach dem Motto, hier Bürgerstiftung, das ist doch ein super Projekt, macht das mal. Das ist also ein schwieriger Ansatz, würde ich jetzt mal sagen, der häufig nicht zum Erfolg führt. Genau, jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Doch, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein anderes schönes, großes Programm, bundesweites Programm, ist das Programm Chancenpatenschaften. Kennen vielleicht einige von Ihnen. Es ist ursprünglich als Projekt Bürgerstiftung Stiften Patenschaften gestartet. Hier wird das ehrenamtliche Engagement von Bürgerstiftungen und Stiftungen im Bereich Patenschaften unterstützt. Und das Ganze ist Teil des Bundesprogramms Menschen stärken Menschen vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, Jugend und Jugend. Hier werden über teilnehmende Stiftungen pro Jahr 4.000 Patenschaften vermittelt und die teilnehmenden Stiftungen erhalten pro geschlossene Patenschaft 200 Euro quasi Förderung und das ist eine sogenannte Mittelweiterleitung. Das ist alles sehr, sehr kompliziert in der Verwaltung. Es sind öffentliche Mittel, aber es ist auch relevantes Geld tatsächlich. Das entspricht natürlich nicht dem tatsächlichen Wert einer solchen Patenschaft, aber trotzdem ist das ein gutes Programm, was auch schon lange existiert und was auch weitergeführt wird, wofür wir wirklich sehr dankbar sind, weil oftmals werden solche Projekte ja auch ins Leben gerufen und nach 3 Jahren ist dann auch schon wieder Schluss, wenn überhaupt nach 3 Jahren. Genau. Dann würde ich gerne noch ganz kurz zum Thema politische Unabhängigkeit was sagen. Sie merken schon, Unabhängigkeit ist mein Lieblingsthema. Das ist den Bürgerstiftungen, wie gesagt, wichtig, wie bereits erwähnt. Die Betonung liegt hier auf der parteipolitischen Unabhängigkeit. Es gibt natürlich unglaublich viele gesellschaftspolitisch wichtige Themen, zu denen man sich trotzdem positionieren will und auch seine Stimme erheben möchte. Und das möchten Bürgerstiftungen auch tun. Das haben sie zum Beispiel 2018 getan, also sozusagen in der Folge der Flüchtlingskrise. Wie gesagt, da waren eben schon sehr viele Menschen aus den Kriegsgebieten zu uns geflüchtet oder aus einer anderen persönlichen Not heraus. Und ja, sie wurden von vielen mit offenen Armen begrüßt, aber auch von vielen oder von einigen abgelehnt. Und was das für unsere Gesellschaft bedeutet, das haben wir damals diskutiert in auf unseren Konferenzen und gefragt, was wir da machen können. Und es war relativ schnell klar, dass wir da gerne ein Zeichen setzen möchten, ein Zeichen für Demokratie. Und aus dieser Diskussion ist dann auch eine Selbstverpflichtung, so heißt es, entstanden. Die Selbstverpflichtung für Demokratie, Menschenwürde und Vielfalt. Und es ist ein Papier, das die Grundwerte und das Selbstverständnis der Bürgerstiftung nochmal beschreibt. Man könnte auch sagen, es sollte ja eigentlich klar sein. Auch das haben wir diskutiert, aber es schadet aus unserer Sicht auch nicht,
es sich sozusagen die eigenen Werte auch immer wieder zu spiegeln und sich, sich gegenseitig zu versichern, dass das sind unsere Werte, dafür stehen wir ein. Und das war also ein guter Prozess. Nicht überraschend ist dabei herausgekommen, dass die Bürgerstiftung sich für Demokratie, Menschenrechte, Toleranz, Vielfalt, für das Gemeinwesen, ein gutes Miteinander eben einsetzen und sich gegen Hass, Intoleranz, Diskriminierung und Rassismus positionieren. Bisher haben das etwa 80 Bürgerstiftungen unterschrieben, also sich da aktiv zu bekannt. Das läuft sozusagen der Prozess immer noch. Wir machen immer wieder darauf aufmerksam, dass es das gibt und dass man dann bitte auch daran teilnehmen soll. Manchmal gerät das wahrscheinlich Vergessenheit an. Manchmal ist es auch schwierig, die Abstimmungsprozesse in Bürgerstiftungen sind auch nicht immer leicht, weil ja nicht eine Person sozusagen entscheidet, wir machen das, sondern das ist eine gemeinsame Entscheidung. Genau, etwas Ähnliches passiert jetzt gerade zum Thema Klimaschutz. Das habe ich auch auf dieser Seite nochmal, oder habe ich einen Link gesetzt, sehen Sie hier, The International Philanthropy Commitment on Climate. Das ist eine Kampagne, die gestartet wurde von Wings, das Netzwerk, der weltweite Netzwerk der gemeinnützigen Organisationen. Und da geht der Aufruf sozusagen in die Philanthropie-Szene, sich diesem Commitment anzuschließen und dann das gemeinsame Papier dann auch einzureichen. Im November ist es, glaube ich, bei der Climate Conference in Glasgow. Das ist also etwas, was bei uns gerade ganz aktuell diskutiert wird und verfasst wird. Genau. Ich würde fast sagen, dass ich an der Stelle mal einen Punkt mache. Das ist jetzt sehr viel Information. Vielleicht noch ein ganz kurzer Blick hier auf diese Karte. Ich sagte es ja, weltweit haben wir 1800 Bürgerstiftungen in etwa in 50 Ländern. In Europa habe ich jetzt gerade gar keine Zahl parat, leider. Müsste man jetzt die einzelnen Zahlen hier zusammenziehen. Sie sehen aber bestimmt schnell, dass in Deutschland eine dreistellige Zahl steht. Eben diese, da ist noch eine alte Zahl, 375. Wir haben ja mittlerweile 420 etwa Bürgerstiftungen in Deutschland. Also ja, man kann sagen, in Deutschland gibt es von der Anzahl her am meisten Bürgerstiftungen aktuell. Deswegen geht der Fokus von anderen sozusagen auch schnell mal auf Deutschland, oder es gibt viele Anfragen, wie sich das bei uns entwickelt hat, warum sich das so schnell entwickelt hat, etc. Aber auch die Bürgerstiftungen oder die Community Foundations in Großbritannien, die gibt es tatsächlich auch schon sehr viel länger, und die sind, was jetzt die finanzielle Ausstattung angeht, auch sehr viel stärker als die Deutschen. Also die Anzahl ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die, das finanzielle Potenzial sozusagen. Aber das will ich jetzt auch gar nicht werten, weil faktisch haben wir eben diesen großen Wert des großen bürgerschaftlichen Engagements, sage ich jetzt mal. Genau. Da gibt es ein tolles Programm, das heißt ECFI, European Community Foundation Initiative. Die wiederum kümmern sich darum, dass in Europa die Idee verbreitet wird. Das ist so ein bisschen wie die Initiative Bürgerstiftung, das damals in Deutschland für Deutschland gemacht hat. Mit tollen Austauschformaten und Informationsformaten etc. Hat auch eine eigene Webseite. Die habe ich ihr auch verlinkt auf der Seite. Also da kann man sich gerne auch weiter informieren. Das Programm ist auch bei uns im Bundesverband Deutscher Stiftungen angedockt. Genau, ich sehe gerade, das ist also sozusagen die letzte Folie, die ich hier habe. Ich würde kurz enden, nicht kurz enden, bevor ich komplett ende und Ihnen wir diese Umfrage auch nochmal machen, die ich hier eingeblendet habe, würde ich hoffen wollen, dass ich Sie ein wenig für die Bürgerstiftungsidee begeistern konnte und zeigen konnte, wie viele
Handlungs- und Mitmachmöglichkeiten es gibt. Mir ist, wie gesagt, nochmal ganz wichtig zu betonen, dass mit den Bürgerstiftungen etwas Bleibendes geschaffen wird. Ich würde den Ladenhüter, das ist kein so nettes Wort, aber fällt jetzt gerade kein anderes ein, Ladenhüter gerne zum Verkaufsschlager machen. Bürgerstiftungen sind auf jeden Fall keine Stiftermode, keine trendige, angesagte Form des Gebens. Sie sind, wenn ich jetzt nochmal das Anfangsbild bemühen darf, im besten Fall verlässliche, stabile Häuser, die wachsen, die jedem Platz bieten, der und die will. Und dadurch ist halt auch in unsicheren und in zukünftigen Zeiten auf sie Verlass. Und ich finde, das ist wirklich ein Mehrwert, den die Bürgerstiftungen bieten. Damit möchte ich an dieser Stelle enden. Und gerne würde ich jetzt zum Schluss von Ihnen nochmal ein Stimmungsbild erfragen. Und zwar hätten Sie da die drei Optionen zu antworten. A, ich möchte selbst Bürgerstifterin werden. Und das heißt sowohl oder entweder oder Geld, Zeit oder Ideen. B, ich werde in meinem persönlichen und beruflichen Umfeld auf diese Möglichkeiten aufmerksam machen. Und C, der Ansatz des Gemeinschaftsstiftens hat mich nicht überzeugt. Auch vollkommen fair, das anzukreuzen sozusagen. Dann möchte ich Sie bitten, abzustimmen. Das sehen wir sicherlich gleich, das Ergebnis. Das fände ich interessant. Und dann haben Sie, glaube ich, auch noch 5 Minuten Zeit oder haben wir Zeit, Fragen aus dem Chat zu beantworten, wenn ich das richtig sehe. Ist das so, Helge? Ganz genau, liebe Ulrike. Jetzt warten wir noch einmal gerade auf die Abstimmungsergebnisse von Sabine und dann können wir sehr gerne noch zur Fragerunde kommen. Sie können auch nach wie vor sehr gern Ihre Fragen noch in den Chat schreiben. Danke. Und ich melde mich auch kurz, sage vielen Dank für das Ankreuzen hier und ich schließe die Umfrage und zeige Ihnen die Ergebnisse. Das Ergebnis ist sehr eindeutig. B wurde mit knapp 90%, 89% beantwortet. A 17% und C 9%. Ja, das ist so ein schönes Ergebnis. Also ein schönes Ergebnis. Vielen Dank. Prima, danke schön. Also haben wir vielleicht ein paar Botschafterinnen und Mitstreiterinnen geworden. Das ist doch schön. Und da schalte ich mich auch gerade noch mal dazu. Bis hierhin vielen Dank, liebe Ulrike. Ich, mit Blick auf die Uhr haben wir da Zeit, noch die eine oder andere Frage zu beantworten, die ich gerade mal an dich weitergeben würde. Mhm. Die erste Frage, du hattest ja vorhin über die Projektdatenbank gesprochen auf der Website des Bündnisses Bürgerstiftungen. Wenn ich jetzt mich generell erstmal einfach nur über die Bürgerstiftung informieren möchte, die es in meiner Region oder vor Ort gibt, ist da auch die Projektdatenbank dann sozusagen der erste Anlaufpunkt oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, wenn man sich überhaupt erstmal einen Überblick verschaffen möchte? Da gibt es tatsächlich sogar nochmal einen extra Bürgerstiftungsfinder sozusagen auf der Einstiegsseite bei uns. Das ist, diese Projektdatenbank zeigt tatsächlich, die ist auf die Projekte zugeschnitten, ne? Also da sehen Sie dann natürlich auch, welche Bürgerstiftung Ihre Region welche Projekte macht. Aber wenn Sie jetzt sozusagen suchen, wo ist die nächste Bürgerstiftung zu meinem Wohnort oder gibt es in dem Herkunftsort, wo ich herkomme, eine Bürgerstiftung, dann sollten Sie über den Bürgerstiftungsfinder auf der Website, auf der Hauptseite sozusagen, auf der Einstiegsseite gehen. Sonst würde ich das jetzt auch teilen. Jetzt weiß ich natürlich nicht so ganz genau, wie das geht. Könnten wir noch ergänzen vielleicht in der Präsentation? Das können wir gerne machen, bevor wir sie hochladen. Ja, ja. Das machen wir. Dann die nächste Frage. Vielleicht kannst du noch mal kurz was dazu sagen, wie denn eigentlich bei der Vielzahl der beteiligten Akteure an so einer Bürgerstiftung über die Verwendung, also die konkrete Verwendung von finanziellen Mitteln, also Spenden und so weiter und über Projekte entschieden wird? Ja, das ist auch durchaus unterschiedlich. Es gibt bei vielen Bürgerstiftungen auch noch, also zu den zwei Gremien, Vorstand und Beirat, noch ein drittes Gremium, eine sogenannte Stifterversammlung, wo das besprochen wird, wo man sich eben beteiligen kann an diesen Entscheidungen.
Das ist so der gängigste Weg. Ansonsten ist das eine Entscheidung, wenn es dieses Gremium nicht gibt zwischen Vorstand und Beirat, die dann aber auch häufig mit den Engagierten zusammen eben diese Entscheidung treffen, wenn es diese Einrichtung der Stifterversammlung nicht gibt. Aber die allermeisten haben sowas auch. Stifterversammlung. Dankeschön. Und dann noch eine Frage, mal aus der Sicht einer Bürgerstiftung gesprochen. Was kann man denn tun, wenn die notwendigen Tätigkeiten nicht mehr von Ehrenamtlichen abgedeckt werden können? Also wie kann man Menschen gezielt für das Ehrenamt, für die Stiftungsarbeit in so einer Bürgerstiftung ansprechen? Welche Tipps hättest du da? Naja, wenn es konkret, das habe ich ja gesagt, wenn es konkrete Themen gibt, ein konkretes Projekt, einen konkreten Bedarf etc., dann ist es eigentlich relativ, fällt es den Bürgerstiftungen doch relativ leicht, da Engagement zu mobilisieren, indem sie dann auch zum Beispiel mit den Freiwilligenagenturen vor Ort kooperieren oder über Kanäle von anderen Partnern dann eben auch an potenzielle Engagementinteressierte sich wenden. Also das ist dann auch dann letztendlich eine Frage des Vernetztseins, des guten Vernetztseins vor Ort, spricht eben auch dafür, dass man da gut sich aufstellt und nicht sein Ding sozusagen für sich macht. Das gibt es natürlich auch, aber das ist eigentlich nicht Usus sozusagen. Vielen Dank, liebe Ulrike. Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich dann zum Ende des heutigen Webinars kommen. Ich danke dir nochmal ganz herzlich. Das war ein super Überblick über dieses wichtige Thema Bürgerstiftungen, Stiften für alle. Und ich danke natürlich auch allen Teilnehmenden ganz herzlich fürs Zuhören. Schön, dass Sie sich so zahlreich hier heute dazugeschaltet haben. Für Sie noch einmal ganz kurz die Info. Die Aufzeichnung dieses Webinars und auch die Präsentation finden Sie in wenigen Tagen im Archivbereich auf der Website der Online-Stiftungswoche. Und hier geht es dann morgen für Sie weiter um 10 Uhr mit einem Webinar zum Thema Chancengleich rekrutieren. Und um 11:30 Uhr gibt es ein Webinar zum Thema nachhaltig wirken. Aber wie? Da können Sie sich sehr gerne für beide Webinare auch noch ganz kurzfristig anmelden. Ja, und dann möchte ich mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss. Dankeschön. Schön, dass Sie da waren.